ich mir das vielleicht mal ansehen. Ich hab doch gesagt, sie ist hinter uns her! Nein, nicht sie. Ich kann das nicht. Zu den Waffen! Bringen wir! Ich hab ihnen gesagt, sie sollen's nicht tun. Ganz bestimmt. Hätte ich gewusst, dass sie über euch reden, hätte ich euch gewarnt. Ich mache keine Entführung. Nicht nach dem, was ich durchgemacht habe. Sagt mir die Wahrheit. Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Wir brauchten ein Druckmittel. Jemanden, an dem ihnen etwas liegt. Eine Geisel. Wir haben gerade erfahren, dass sie sich einen der Templeranwärter gegriffen haben. Kava heißt er. Ihr Mistkerle habt meinen Bruder entführt. Wir wollten ihm nichts tun. Sorgt einfach dafür, dass ihr uns alleine lasst. Verstanden? Thrask sagt, Meredith wird den Magier offen den Krieg erklären, wenn sie an der Macht bleibt. Wir müssen sie stürzen. Dient das alles dazu, die Kommandantin zu vertreiben? Sie muss weg, versteht ihr nicht? Wir brauchen einen echten Vicomt und Templer, die Magier beschützen, statt sie zu massakrieren. Seht doch nur, was Thrask erreicht hat. Magier und Templer arbeiten zusammen. Wollen wir das nicht alle? Ich bin in dieser Sache nicht eure Feindin. Ich halte Meredith für eine gefährliche Eiferin. Dann sprecht mit Thrask. Er würde eure Hilfe begrüßen. Unsere Hauptbasis ist an der verwundeten Küste, eine alte Ruine. Sie müssten alle dort sein. Euer Gefährte auch. Ich verspreche euch, Meredith ist die einzige, der wir schaden wollen. Ich gehe zurück zu Mascha. Bitte sagt Meredith nichts von mir. Es würde Mascha umbringen, wenn ich Ärger bekäme. Wer als letzter angreift, zahlt die Getränke.
Was für ein schrecklicher Ort. Seid vorsichtig!